Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Auch hier geht es nun weiter. Wir machen einen neuen Run und irgendwas random. Einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, Freunde, ich werde von meinem Vorhaben ein bisschen absehen, hier alles zu bewältigen, alles bewältigen zu wollen. Och komm, ey, warum? Nee, das ist mir zu doof. Sorry, ich will nicht mit dem Typ rumrennen. Irgendein normaler Charakter mit normalen Herzen, okay? Ansonsten ist es mir egal. Ich weiß, ich nutze das Random dann. Das ist nicht sinngemäß eines Randoms-Durchgangs. Vor allem, wenn er mir... Ich sagte doch, die normale Herzen, komm. Alles andere nehme ich. Da werde ich auch nicht heulen, ehrlich. Ich werde von meinen Vorhaben ein bisschen absehen hier... sämtliche Challenges und alles zu machen. Ich werde einfach, just for fun so viel spielen, wie ich Bock habe. Okay, Lazarus ist gebongt. Ja, weil jetzt, ich habe ja schon mal das Spiel, also die normale Version damals, sehr, sehr, sehr sorgfältig durchgespielt und alles gezeigt und so. Mal gucken, vielleicht werde ich hier auch noch Neues zeigen und neue Challenges angehen, definitiv, aber ich werde von diesem ultimativ alles Dings, da werde ich absehen, weil ich suchte es nicht mehr so extrem wie ursprünglich. Ich suchte es nur noch so ein bisschen, eigentlich suchte ich es nur noch, wenn ich es aufnehme. Macht mir immer noch Spaß, deswegen geht es natürlich auch weiter, aber ich will es mir jetzt nicht zur Pflicht machen, hier so ein 100%-Ding draus zu machen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Nee, jetzt renne ich schon zum Boss hier. Von daher, das wird jetzt eher so ein Just-for-Fun-Projekt, das nach wie vor einmal die Woche kommt, also es wird auch nicht seltener kommen. Ja. Und Challenges mal gucken. Je nachdem, so, wenn ich einen Gast habe, der sagt mir, mach mal die Challenge oder ich will einfach mal eine ausprobieren. Ich werde auf jeden Fall mal jede ausprobieren. Aber ob ich dann jede meistere, das sei mal dahingestellt. Gut, also wir kämpfen Lazarus, dessen Bonus kennen wir ja. Er wird nochmal von den Toten erweckt. Ich finde den Bonus relativ unwichtig. Schauen wir lieber, dass der erste Durchgang klappen wird. Mein Life Saving. So, das heißt, irgendwie kriegen wir jetzt wahrscheinlich mehr Kohle hier und da. So, und außerdem hat er noch eine Pille in der Hand. Nicht unbedingt in der Hand, aber er hat halt eine... Oh Gott, was war das denn? Ich wollte nur eine Münze haben. Das war Absicht. Oh Gott, was ist denn los hier? Ich wollte noch mehr Münzen. Ich bin heute sehr münzgeil, müsst ihr wissen, ja. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Aber dafür, dass ich nicht alles so 100% mache, werden es aber definitiv immer lange Parts. Also wenn ich jetzt hier gleich abnippeln sollte, dann mache ich noch einen Versuch. Das sehe ich dann überhaupt nicht mehr so eng. Wenn dann der Part, wenn das dann ein guter Versuch ist und der Part geht dann halt über eine Stunde, ja mein Gott, dann ist es eben so. Hatten wir alles schon mal gehabt. Halbes Herz komme ich nicht ran, habe keine Bomben, Schlüssel will ich nicht verschwenden. Ja gut, hier wäre noch was, aber ich habe, wie gesagt, keine Bombe, also können wir uns das getrost ignorieren. Da komme ich leider auch nicht ran ohne Bomben. Toll, toll, toll. Und in den Stachelraum gehe ich erst, wenn ich den Boss erledigt habe. Und das ist Dingle. Och nein, bitte nicht Dingle. Okay, ich werde mal meine Pille benutzen. Bombs are keys. Na super, jetzt habe ich meine Bombe. Wow, oh, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Okay. Bleib cool, bleib geschmeidig. Ein bisschen näher ran muss ich, sonst wird das nix. Oh Mann, wie er mich trifft. Ich bin so... Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man es nicht ständig spielt oder nicht mehr so suchtet, so wie einst, dann ist man einfach auch aus der Übung, finde ich. Als ich es als Rebirth erschienen ist und ich es wie blöd jeden Tag gespielt habe, dann wäre mir sowas nicht passiert. Super, noch ein Herz. Dann ist man einfach besser drin. Oh, komm, Mann, ich kriege nicht platt. Ich hasse Dinge. Dinge ist aus der Hölle. Oh Gott, da hat mich die Kacke gerade gerettet. Ich bleib jetzt da drin. Okay, ist vielleicht ein bisschen riskant, wenn er jetzt sein... Ich bleib... Ja, da ist es passiert. Fast hätte ich ihn gehabt. Komm, gleich nochmal. Das ist ja peinlich. Das ist halt das Problem jetzt, was ich darin sehe. Ich habe in den ersten Parts, den ich euch gezeigt habe, ständig Mama gekillt. Und jetzt krüppel ich hier rum wie so ein Vollidiot. Weil ich einfach, oh toll. Jetzt können wir malen. Weil ich einfach nicht mehr in der Übung bin. Aber es macht mir ja dennoch Spaß. Also guck mal, wie schön ich malen kann. Lalala. Ein A. Ja, jetzt könnten wir echt schön malen. Wahrscheinlich tut es weh, wenn die Gegner da drauf gehen.
Ja, ist echt zum Heulen, mein Skill. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir hier noch vieles erleben werden. Also ich werde jetzt nicht nur am Anfang rumfällen. Ich bin guter Dinge, dass wir auch mal sowas sehen wie, ja, dass wir auch mal den neuen Boss sehen. Ich will den auf jeden Fall sehen. Vorher gebe ich keine Ruhe. Also ich will ihn wenigstens... Ah, oh, sag mal! Gesehen haben. Also die kam ja jetzt rausgeschossen aus dem Nichts hier. Also da konnte ich jetzt echt nichts dafür. Oh, Mann. Sag mal, der Lazarus hat aber auch nicht gerade viel Damage, ne? So grundsätzlich. Das ist ja furchtbar. Was hast denn du? Ach ja, hier übrigens der Seed. Jetzt habe ich den Seed von dem einen gar nicht gezeigt. Eigentlich hat er 2 Punkte. Für den Anfang ist das eigentlich gut. Mensch, Lazarus. Naja, mal schauen. Das hauen wir kaputt. Und da unten ist auch noch einer. So, mal schauen. Ja, jetzt habe ich weder Schlüssel noch Bomben. Brauche ich mich gar nicht groß umzugucken. Einfach gleich weiter. So, die lila Fliegen, die sind ja nicht so das Problem. Gut, jetzt habe ich meine Bombe. Jetzt kann ich genauer gucken. Also hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Halt, das Herz wollte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht nehmen. Aber wisst ihr was, jetzt bin ich voll mit den 3 Herzen. Jetzt machen wir erst den Boss. Und bitte lass es nicht Dingle sein. Okay, Larry Jr. ist mir schon mal 1000-mal lieber. Ach, trauen die sich da jetzt gar nicht hin? Wo das doch? Die trauen sich da hin, aber... Es tut ihnen weh, wie man sieht. Sie blinken ja. Das ist eigentlich ein schöner Skill gegen die. Später gegen die Zombies, die einen so penetrant verfolgen, wird das auch fein. Den gleich zum Anfang bekommen, das ist doch mal schön. Ja, so läuft die Sache. So nicht anders. Und gleich mal 4 Herze hier. Da fühlt man sich doch gleich mal besser. Wenn Lazarus wenigstens eine Vollheilung der Herzen wäre, ne? Aber einen dann nochmal mit einem einzigen Herzcontainer loszuschicken, das hätten sie sich sparen können, ganz ehrlich. Wer reißt denn da denn noch was? Wenn es schon davor mit den vielen Herzen nicht geklappt hat. Aber na gut. So, wir scheinen hier auch fertig zu sein. Meine Bombe, ich mal überlegen, wenn dann... Ja, doch, an der Stelle würde ich es mich mal wagen. Und habe richtig gesetzt. Okay. Was kriegen wir? Herze, ja, bringt mir jetzt leider überhaupt nichts. Okay. Dann werde ich mal meine Pille probieren. Pretty Fly! Geil! Okay, das ist doch schon mal eine gute Basis. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Herzcontainer bekommen, Pretty Fly, ein ganz netter Passivskill. Okay. Mal gucken, wie es weitergeht. So, gleich durch die Ouch-Tür. Nee, noch nicht, oder? Erstmal gucken, was da so kommt. Ah ja, das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Das rote Feuer zu treffen ist da aber echt blöd. Ja, genau deswegen. Super. Wie mache ich denn das jetzt, ohne es ständig selbst getroffen zu werden? Ich könnte es auch einfach ignorieren, ne? Aber das kann ich nicht, Leute. Ich kann es einfach nicht dulden, dass da dieses Feuer weiter brennt. Ich weiß, das ist blöd von mir, aber... Okay. Wenn das aber einmal geschossen hat, dann... Ah, die Pretty Fly hat mir da auch jetzt ein bisschen geholfen, gebe ich zu. So, jetzt habe ich keine Bombe mehr. Ich habe auch keinen Schlüssel. Na toll, also weiter. Hallo, Dickies. Dicky, 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 tot. Dicky, 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 tot. Okay, schon wieder ein Stein. Och Mensch, ich brauche Bomben. Schenkt mir Bomben. Los, schenkt mir Bomben. Schenkt in meinen Postfach ein paar Bomben. Nein, Quatsch. Das wäre nicht so gut. Ja, das Postfach. Ja, wie wär's? Kommt hier mal. Ach, ihr habt ja Angst vor mir. Kommt, da komm ich halt. Oh, da platzt da. Da ist er einfach mal geplatzt. Die platzen normalerweise nie, oder? Also selten. Aber die platzen gerne. Okay, dann platzen sie halt. Haben ja auch noch einiges Intus. Da würde ich auch platzen, wenn ich sowas Intus hätte. Geht, geht. Geht, geht, geht.
Aua! Samuel! Na gut, ist nicht so schlimm. Nein, 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 du triffst mich nicht. Schade, dass in dem Stein nichts drin war. Ein Schlüssel! Yay! Können wir gleich mal gucken, was im Schatzraum ist. Ach ja, das finde ich ganz in Ordnung. Das ist doch dieses Bombenteil, ne? Das explodiert, wenn es Gegner trifft. Ja, ich weiß, ich habe mich damit auch schon selbst ein paar Mal in die Luft gejagt. Aber hey, ein bisschen Risiko muss ja immer dabei sein, nicht wahr? Ja, toller Raum. Wieder die. Oh, Trollbombe, ey. Was ist das halt für eine bombige Gegend? Ja. Aber ich mag diesen Run jetzt schon viel, viel mehr wie den zuvor. Wahrscheinlich werde ich meine Meinung ändern, wenn jetzt gleich wieder Tingle kommt. Der absolut schlimmste Low-Boss bei Isaac, meiner Meinung nach. Was auch gut passieren kann, Leute. Rouge Legacy, ja, Rouge Legacy heißt das Spiel. Was ich auch gespielt habe. Es kann gut möglich sein, es kann gut durchaus passieren, dass, wenn ich keinen Bock mehr auf Isaac habe, dieses einmal in der Woche Prinzip, dass ich das dann ablege und dann mal wieder Rouge Legacy spiele. Hab ich mir nämlich jetzt auch dank PlayStation Plus kostenlos für die PlayStation 4 bekommen. Und ich muss sagen, das spielt sich richtig geil. Vor allem ist es auch eingedeutscht worden. Und irgendwie hätte ich da auch mal wieder Bock drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Aber das kann noch dauern, also bis die Isaac-Lust vollkommen verschwunden ist, das dauert noch. Jetzt ist nur die Frage. Ja, ich werde mal hier, weil da ein Stein ist, meine einzige Bombe verschwenden und mit der Hoffnung, dass da vielleicht auch der Geheimgang ist. Jawohl, ja. Haben wir gut gemacht. So, das sieht ja im Prinzip nicht so gut aus, das Item, aber ich nehme es halt trotzdem mal mit. We all float down here. Ich kann fliegen! Okay, ist ein sehr gutes Item. Es ist quasi der Erhängende im Dauerzustand. Ich kann fliegen. Ich habe keinen Körper mehr, aber ihr wisst genau, dass das Fliegen generell ein unglaublich guter Vorteil ist in diesem Spiel. Wunderbar. Also jetzt glaube ich an diesem Run. Jetzt glaube ich, dass wir hier Großes bewirken können, meine Freunde. Wenn ich mich nicht total blöd anstelle beim nächsten Boss. Hier kann ich zum Beispiel sagen, wow, ich liebe Fliegen in diesem Spiel, ich liebe es. Okay, wunderbar, Lazarus. Ja dann, lass den Kopf nicht hängen und gegen Monstros sollte das doch kein Problem werden, oder? Den kriegen wir hin. Vor allem noch mit unserer Bombe hier, die ja auch noch Gift aussendet, was ich schon wieder ganz vergessen habe. Und dann haben wir auch noch die Brady Fly, ich sag's euch, Leute, das wird ein guter Run. Also mindestens zu Mama will ich hier schon kommen. Aber ich würde natürlich auch gerne mal weiterkommen. Ne? Also wir haben ja immer noch die Hölle und den Himmel, die Kathedrale, wie man es auch immer nennen möchte. Damage und Ranger, perfekt! Perfekt! So, was gibt's hier im Angebot? Gutes Zeug, allerdings teures Zeug. Werde ich mir jetzt nichts davon holen diesmal. Den Vertrag hätte ich gerne. Aber zwei Herzen sind mir zu teuer, deswegen nein, danke. Diesmal nicht. So, ich habe keine Bomben. Das heißt, ich kann hier auch nichts mehr machen. Das grüne Gedöns, das geht halt nicht kaputt bei Steine. Das trifft wirklich nur bei Gegnern. Leider. Ich könnte höchstens noch durch die Auertür, das werde ich jetzt auch machen. Vielleicht gibt es da ja noch eine Bombe. Ah! Ja, auf sowas muss ich natürlich immer noch Acht geben. So, dadurch. Denn durch das Fliegen kriege ich auch nur bei jedem zweiten Mal einen Treffer. Und somit haben wir auch schon wieder einen Plus gemacht. Sehr schick. So. Wunderbar. Daraufhin schenke ich mir jetzt was ein. Ich habe Durst. So. Aber jetzt gebe ich euch noch die Animation. So. Down, down, down. Ach, schön. Ich sag's euch. Binding of Isaac ist immer wieder Spaß. Ganz schön dunkel hier. Ne? Ist das der Dunkelfluch? Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt, weil ich mir gerade was einschenke. Ich schenke mir immer noch was ein. Es dauert noch einen Moment. Ach, komm schon. So, komm her, Cola. Und jetzt...
schön in das Glas. Normalerweise, ne, bin ich so ein Flaschenkind. Ich trinke eigentlich gar nicht so aus dem Glas, aber wenn ich aufnehme, ist das dann angenehmer, aus dem Glas zu trinken, wie wenn ich da immer mit der Flasche rumhantiere und das hört ihr und alles. Dann doch lieber ein dezentes. Was kaum hörbar ist für euch. So, also hier ist es stockenduster. Es ist echt, das ist jetzt echt blöd ausgerechnet. Diesmal spiele ich über einen großen Fernseher. Da ist an Tageslicht sowieso immer alles ein bisschen dunkler, finde ich. Ist jetzt natürlich blöd, aber gut, da muss ich jetzt durch. Bleibt zu hoffen, dass die nächste Welt wieder ein bisschen heller ist. So, Challenge Room. Ja, warum eigentlich nicht? Ernsthaft? Ja, komm. Haben wir früher auch immer gemacht. Doch, die können mir immer noch was anhaben, ne? Auch wenn ich fliege. Wenn hier jetzt ein Abgrund wäre, dann könnten sie mir nichts anhaben. Aber so muss ich natürlich dennoch Acht geben. Also ich bin natürlich... Okay. Eigentlich war ich voll in dem drin gestanden. Und das ist der schöne Vorteil an meiner weißen Suppe hier. Das ist der Nachteil an meinem Fernseher. Dass doch gerade alles so dunkel sein muss. Mann. Hier kam was. So, aber jetzt hat es die meisten zerfetzt. Das habe ich richtig gesehen. Okay. Warum spawnen die Gegner heute immer da, wo ich stehe? Ist das so ein neuer Trend, den ich verpasst habe? Scheint mir fast so. Oh Mann. Aber gut, alles halt so schlimm. Aufgeräumt. Challenge geschafft, noch einen Schlüssel dazu bekommen. Gut, war es mir fast wert, aber die schönen Herzen verloren. Ich ärgere mich, dass es zu dunkel ist. Ein Handicap, das ich jetzt aber bewältigen muss, wenn ich hier mal wieder einen guten Run hinlegen will. So. Ja, wenn ihr euch fragt, hä, wieso über den Fernseher, wenn du aufnimmst, weil es immer so, wenn ich bei meiner Freundin bin, dann mache ich das über den Fernseher, weil die ja keine richtige TV-Karte hat, sondern so eine Capture-Card. Dann kann man über den großen Fernseher zocken und das gleichzeitig aufnehmen. Ist natürlich vom Komfort her gemütlich und praktisch, aber... ja, ich finde die Sichtverhältnisse hier einfach ein bisschen schlechter wie auf meinem PC-Monitor. Aber gut, ich will jetzt nicht rummosern. Ich will mir lieber diesen Buddy holen. Spektral-Buddy. Buddy. Der ist natürlich nicht schlecht. Den nehme ich gerne mit. Er wird zwar nicht rausreißen, aber er wird mir eine Hilfe sein. Tja, wenn ich so die Batterie so sehe, das Einzige, was zu meinem Glück noch fehlt, wäre ein gutes Space-Item. Mal gucken, ob ich da noch was bekomme. Das ist jetzt natürlich ein vorteilhafter Raum für mich. Ich kann so wie die Fliegen auch überall hinfliegen, wo ich möchte. Ich muss mich nicht einschränken lassen. Und somit war der Raum Pipifax. So, ich habe weder Schlüssel noch Bomben. Da geht's zum Boss. Okay. Noch nicht, bitte. Das sieht so ekelhaft aus. Au! Oh Mann, ich hätte mir die grüne Bombe nicht holen sollen. Ihr könnt ja spaßeshalber mal mitzählen, wie oft ich mich damit selbst in die Luft jage. Was ist das denn? Das sieht widerlich aus. Ich nehm's mit. Wupp, wupp. Ach ja. Schaut meine Tränen an. Dann wisst ihr erst. Wupp, wupp. Warum nicht? Das bringt mir zwar nicht viel, aber es sieht cool aus und es macht wupp, wupp. So, tja, ein paar Herze, ein paar Schlüssel, ein paar Bomben und dann wäre ich ein bisschen glücklicher. Will ja nicht zu viel verlangen. Bisher ist ja... Jetzt muss ich echt halt wieder mit der grünen Bombe aufpassen. Ich darf nicht zu nah das Zeug loslassen, sonst tut es mir wieder selbst weh. Jetzt zum Beispiel. Das war schon wieder eng am Limit. Hatte ich Glück. So. Och, nö. Ein paar Seelenherzen wären zu viel verlangt gewesen, hä? So. Okay, wo geht's lang? Ich geh mal da lang. Oh nein. Ich bleib einfach hier. Nee, gut, das ist auch keine Lösung. Die haben ja nicht mein Gesicht. Die tun mir gar nichts. So, das war jetzt natürlich vorteilhaft, dass ich auch das richtige Steinchen getroffen habe mit der grünen Bombe. Aber bringt mir leider ohne Schlüssel halt herzlich wenig.
Hallo Schlüssel. Ja, warum eigentlich nicht? Den Schatzraum haben wir schon offen. Für Münzen reicht es eh nicht. Ich spare mal noch ein bisschen. Vielleicht reicht es ja doch. Vielleicht kriege ich noch irgendwo Münzen her. Und dann bin ich froh, wenn ich noch in den Shop kann. Vorsicht. Könnten eventuell. Okay. Ihr kommt da nicht raus. Ihr kommt da nicht raus. Bams. Ey. Voll die Masse hier. Warum habe ich es eigentlich so kompliziert gemacht? Ich hätte einfach von hier. Naja. Wäre zu einfach gewesen. Und weiter geht's. Oh nein, schon wieder. Aber hier könnte ich mir jetzt gemütlich machen. Nee, kann ich nicht. Ich muss halt wieder auf das grüne Mistding aufpassen. So. Aber jetzt. Sind wir wieder eigentlich manchmal gar nicht. Na gut, egal. Eine Tarotkarte. Two of Clubs. Toll, ich kann meine Bomben verdoppeln. Bringt's mir ja gerade voll. Das Doppelte von Null ist ja auch so viel. Ach, na toll. Ja, dann war ich überall, ne? In den Shop will ich immer noch nicht. In dem Challenge Room war ich. Warte mal, ich mach mal die große Karte. Ne, ich war noch nicht überall. Doch, da oben ist der Shop. Oh nein, das ist ein Doppelbossraum. Ich könnte würgen. Ein Doppelbossraum. Da hatten wir doch letztens erst einen schönen Run gehabt. Damage up. Oh yeah. Oh yeah. Ach Gott, wie ich aussehe. wir hatten doch letztens so einen schönen, vielversprechenden Run gehabt, aber der Doppelrun, der Doppelbossraum, der hat uns einfach mal so puff, zunichte gemacht. Gestorben und das war's. Und es sieht jetzt auch ehrlich gesagt schon wieder mit drei Herzen in den Doppelraum. Oh. Das ist böse. Das ist einfach nur böse jetzt. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt gelingt. Ich hoffe, es ist ein. Oh, wenn jetzt Doppel-Tingle kommt, ne? Doppel-Widow, okay. Okay, schauen wir mal. Unser Schaden ist immens gut. Dank des Damage Up und natürlich auch dank der Bombe eben. Also, ich denke, das kriegen wir hin. Ich finde nämlich die Widow auch gar nicht so mal so schlimm. Wenn man vielleicht gerade sieht. So, eine ist schon down. Ne, alle sind down. Nur noch kleine Spinnies. Oh Gott, also das war ja jetzt mal. Das war ja jetzt mal chillig. So, Stoff. Oh yeah, 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 yeah. Genau das Zeug, was ich brauche. Yeah, gib mir Stoff, gib mir Stoff, gib mir Stoff, gib mir Stoff. So. Magicken? Nein. Aber was ist in die Pille? Nein! Oh, ey. Gefährlich. Okay, nichts passiert, Leute. Nichts passiert. Mir geht's gut. Two of Clubs hier immer noch. Toll. Kann eins verdoppeln. Ist ja Wahnsinn. Der Magicken, den nehme ich mir dann mit. Moment, Moment, Moment. Was ist das jetzt? Ace of Spades. Ah, Passiv-Item. Okay, wahrscheinlich, ne? Gutes. Besseres Kartenglück. Vielleicht auf die Schlüssel bezogen. Ich weiß es nicht. Ist natürlich gut. So. Gut, dann werde ich den halt mal. Weiß nicht, ob ich den multiplizieren will. Gab es hier denn überhaupt was, was ich aufbomben möchte? Ich muss nochmal gucken. Klar, da oben lohnt sich aber eigentlich noch nicht. Space Item habe ich leider immer noch keins. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nix. 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 Ja, auch nix. Hier gibt es gar nichts zum Zerbomben. Das Einzige, was ich gerne ausprobieren würde, ist die Mitte da, weil das ja ein relativ auffälliges Loch ist. Hier nochmal schnell schauen. Ne, also zum Bomben ist hier sonst gar nichts. Dann würde ich das gerne hier mal probieren. Wobei, hier ist kein Durchgang. Dann ist es hier vielleicht gar nicht. Ich weiß nicht, aber wo soll es denn sonst sein? Ansonsten käme ich gut dran. Ich weiß nicht, ob ich es probieren soll. Aber gut, ich will ja die. Ich muss die Karte eh benutzen, also los. Nehmen wir die Karte und jetzt lege ich hier eine Bombe. Verdammt, ja, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Eben wegen dieser Stelle. Normalerweise sind die Zugänge immer frei. Das ist eigentlich eine Regel. Die habe ich jetzt nicht beachtet. Und naja, jetzt bin ich selbst schuld. Gut, die letzte Bombe, die werde ich nicht verschwenden, so viel ist sicher. Dann schnappe ich mir noch die Karte.
Ja, Wup Wup bleibt dann leider liegen. Sonst hier noch irgendwas zu tun? Shop? Nein, okay, wir gehen. So, Katakomben 2, weiter geht's. Hier lang. Ja, bin jetzt echt guter Dinge erstmal. So, mal gucken, wie es uns mit unseren Stats bestellt ist. Oh, ja, der Damage ist wirklich immens gestiegen. Ist sehr gut. Das hat man bei dem Boss auch gemerkt. Okay, da ist ein Challenge Room, den wir wahrscheinlich nicht machen werden. Es sei denn, ich stelle mich total blöd an. Ah, geh weg. Ah. So. Ah, wunderbar. Zwei Bomben. Perfekt. Oh nein. Oh nein, ich hasse euch. Okay, es ist noch die harmlose Variante, aber die nervt auch. Oh, ich kann das einfach nicht überblicken, so viel von diesen Viechern. Ich hasse das. Geh weg. Nein. Okay, ab 2 wird es wieder angenehmer. Besser gesagt, unter 2. Okay, ist geschafft. Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken, ob da noch was war. Okay, nee, da war nichts mehr. Ich muss nämlich noch Abendessen machen. Und wollte ich nur mal checken, ob alle Zutaten auch, ja, da sind. Und ja, sind sie. So, ab in den Schatzraum. Ist das Pretty Fly? Nee, ist sowas ähnliches, ne? Say Crow Inside. Ach, das ist nicht so dolle. Das bringt nicht so viel, sei denn ich will. Ach, hey, ich habe nur noch 2 Herzen. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Warum habe ich mich jetzt so blöd angestellt und 2 Herzen verloren? Mensch! Oh Mann! Ich muss konzentrierter sein. Einmal unaufmerksam. Und schon kann es passieren. Ich habe noch The Magicken. Gut, den bringt es ja jetzt nicht so dolle. Okay, der war einfach. Ist ihm eigentlich auch kein Problem. Jawohl, ja. Das gibt ja schöne Items. Ah! Genau sowas meine ich, ey. So eine billig dumme Fliege. Wie kann die mich... Peinlich. Peinlich und unnötig. Dürfte gar nicht sein. So. Ja, mit dem Gold. Okay, sehr gut. Ab jetzt hätte ich Lust, shoppen zu gehen. Oh Gott, aber nur noch 1,5 Herz. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mehr aufpassen, Mensch. Bombermann! Ist jetzt gar nicht so schlimm, weil ich kann ja fliegen, er nicht. So, das war's schon. Okay, ich glaube, da ist ein. Das hier ist ein besonderer. Da legen wir mal ein Steinchen. Yeah, sehr gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ansonsten ist hier nichts Besonderes mehr. Gut. Na dann weiter. Bomberman hat sich sehr gelohnt. Der war jetzt unglaublich billig. Da, okay. Auch ein geschenkter Raum für uns. Und wir sind beim Shop. Ja, das war's. Sodele. Also nochmal zur Erinnerung, wir waren schon mal auf den 200. Nicht, dass ihr denkt, wir sind hier kurz vor der Grenze. So, wir kaufen uns die Karte. Damit wir immer die Map im Blick haben. Das kann nur gut sein. Wir kaufen uns, weil das gerade so günstig war, auch mal noch diese Pille hier. Mal gucken, was das ist. Verdammt! Nein! Sowas gehört in einem Shop verboten, ey. Herzcontainer verloren. Das kann wohl nicht wahr sein. Mann! Was für ein Pech. Okay, cool bleiben. Zum Glück habe ich den Deal nicht gemacht. Jetzt hätte ich jetzt nur noch 2 Herze. Zum Glück habe ich keinen Deal gemacht. Okay. Das sollte auch keine Schwierigkeit hier werden. Weil wir deutlich schneller abhauen können. Wie sonst? Oh, da ist noch ein Kopf. Schade, dass diese grüne Bombe nicht auf den Rückweg auch zerbomben kann. Nein, sie kann es nur auf den Hinweg. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Okay, da kommt gleich die nächste Doppeltür.
Oh nein. Na gut, die ist jetzt nicht so schlimm. No! Es sei denn, sie kommen unerwartet aus allen Ecken. Aber ich habe den Vorteil des Fliegens. Da, wo ich stehe, werden sie niemals hinkommen. Ja, Pech gehabt. Das wird nix mit euch. Ihr Mistviecher. Hey, wir haben aber diesmal unglaublich wenig Kackerwitze gemacht und so, ne? Also, immerhin, unser Niveau steigt. Unser Skill leider nicht. Aber immerhin, das Niveau ist da. Oh, ne, das schon wieder. Fatal Protection. Protection klingt eigentlich gut. Ich nehm's mal mit. Protection ist genau das, was ich gebrauchen kann. Und wenn es auch nur ab und zu kommt, ist mir egal. So, erstmal hier, ne? Sich dem ganzen Mist hier entledigen. Gut, da ist noch ein bisschen. Jetzt sieht es hier schon wieder anspruchsvoller aus. Okay. Wir müssen weiter nach oben. Ah, sich die Spinne. Ja, also wir stellen uns gerade wieder ganz gut an, aber... Ah, danke. Ich wollte gerade sagen, bringt uns nichts, wenn keine Herzen kommen. Jetzt immerhin mal ein halbes, okay. Hauptsache, wir kommen hier wieder ein bisschen in den Plusbereich. So, aufpassen, wenn es hier überall bombt, das ist natürlich gefährlich. Und da ist noch ein Herz drin. Ja, danke. Oh, pünktlich zum Boss hier dürfen wir... mit vollen Herzen rangehen. Warum ist hier... Ach, wegen dem Item, okay. War schon überall? Ja. Na dann, nutzen wir es aus, dass wir gerade so schön voll sind. Und bekämpfen Dark One. Okay, ich bin jetzt Magicken. Und mal gucken, wie lange Dark One jetzt aushält. Ja, Dark One, sehr lustig. Ich schieß einfach mal weiter in... Ich sehe es ja ein bisschen. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist die Scheiße für dich, würde ich mal sagen. So. Tears up. Yeah. Und ein halbes Herz und zwei drauf. Ja gut, jetzt sieht es ja wieder ganz nett aus. So, jetzt müssen wir das nur halten. Wir haben 6 Bomben, einen Schlüssel. Wir könnten jetzt aufgrund unserer Herzbestände nun doch noch in die eine Tür gehen. Mit der Hoffnung natürlich was Schönes zu bekommen. Das ist was Schönes. Muss ich nicht mal eine Bombe dazu verschwenden? Oder? Ach, gemein! Okay. Aber nee, das ist so schön, ist das nicht. Resubble Tierpast. Na gut, das sind Space-Items, aber ein blödes, ne? Kurz überlegen, was war das für ein... Das hier? Ah ja, das war die Geschichte. Soll aber ein ziemlich geiler Schaden machen, wenn ich mich nicht irre. Hat mal jemand gesagt. Und dadurch, dass es nach einem Gegner bereits, oder nach einem Gegnerraum wieder aufgeladen ist, ist das noch eine tolle Sache. Hier ist noch ein, ja, ihr seht es ja selbst, ein Fels, den wir mal vernichten werden. Okay, haben wir einen Plus gemacht, schön. Gab es hier noch mehr Felsen, die ich missachtet habe? Muss mal checken. Aber ich glaube ja nicht. Moment. Ne, das ist ein normaler Fels. Sieht alles ganz normal jetzt aus. Wir haben... Ah, wir haben 5 Münzen. Wir könnten uns nochmal was kaufen. Den Schlüssel. Ja, ich kaufe mal den Schlüssel. Nicht, dass später wieder einer fehlt. So. So, das wollte man ja liegen lassen. Moment, hier nochmal gucken. Nee, und da auch nicht, wenn ich es richtig sehe. Okay, ja, dann ab mit uns. Weiter geht's. Necropolis 1. Die Karte
verrät uns ja gut, dank des ohne Kompass wissen wir eigentlich nicht so viel. Dann gehe ich jetzt einfach mal hoch. Oh nein! Oh, und wieder. Ich glaube, ich sollte mir das Item echt nicht mehr holen. Mit dem grünen Explosivding. Es ist natürlich gut, wenn ich nur einfach ein bisschen konzentrierter spielen würde. Es ist einfach so, wir haben es in dem anderen Run, wo ich das Teil schon hatte, auch beobachten dürfen. Es ist einfach, wenn ich hin und wieder deswegen ein Herz verliere, es ist halt ärgerlich. Man hat halt nicht immer das Auge dafür. Man guckt dann auf den Gegner oder auf sich selbst und schaut, dass man ausweicht. Und dann ist die Bombe eine Zeit lang nicht da, dann ist er auf einmal wieder da, dann hat man nicht drauf geachtet und schon ist der Salat wieder passiert. Das ist, ja, also ich werde mir das jetzt vornehmen, ich nehme das grüne Ding nicht mehr mit. Ich mag es zwar eigentlich, es ist wirkungsvoll, aber ich kann nicht mit umgehen. Es versaut mir den Run. Ja, das ist der Plan. Jetzt gehe ich hier lang. Wobei ich zu der Verteidigung der Bombe auch noch sagen muss, dass ich ja gegen die Mastenviecher schon immer Probleme hatte. Aber gut. Das setzt halt nochmal eins oben drauf. Das darf nicht sein. Oh nein. Nicht schon wieder. Oh, Mr. Pump, bin ich nicht durchgepasst. Hat fast befürchtet. Vor allem von der Sorte auch noch. Ich kann die überhaupt nicht leiden. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, jetzt wo die so zusammen rumrennen, wie man die unterscheiden kann. Die, klar, aber die anderen, die haben so einen blutverschmierteren Bauch, aus denen das rote Zeug kommt. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. So. War's das jetzt? Ja, okay. Was ist in dem einzelnen Raum da noch? Eine Schlange. Oder ein Wurm, was auch immer du darstellen sollst. Was weiß ich. Auf jeden Fall bist du hässlich. Du musst sterben. So, hier gibt es für mich nichts zu zerbomben. Hier gab es nur ein paar Totenschädel. Die lasse ich ja in der Regel immer sein. Okay, hier war auch nichts zu bomben. Ja, es ist halt nicht so gut. Nee, hier war nichts. Also wenn ich jetzt was übersehe, dann seid mir nicht böse deswegen. Okay, weiter geht's. Ja, für solche Fälle, ne? Oder gerade bei Bossen ist das grüne Explosionsteil halt super. Aber wenn es viele Gegner rumwuseln und man muss in Bewegung bleiben, dann ist es halt so eine richtige Gefahr, finde ich. Das hier zum Beispiel. Da braucht der Gegner nur mal schnell an mich rangerannt zu kommen. Und dann habe ich aber schon meine Taste gedrückt und dann erleide ich auch Schaden. Das ist halt so eine Sache. Muss man gut abwägen. Oh, der Schlüsseltypi. Schade. Wenn es ein Bombentypi wäre, aber den gibt es ja gar nicht, den würde ich sofort was geben, aber Schlüssel ist bei mir ein bisschen eng. So, drei Herze, ich bin voll, aber ich bin mir unsicher, ob das für einen Boss reichen wird. Deswegen gucke ich mich hier lieber noch um mit der Hoffnung, dass ich noch ein paar andere Dinge finden werde. Schatzraum hatten wir ja auch noch nicht gehabt. So, gehen wir erstmal die Räume weiter. Oh nein, na gut, ist nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja den Flugmodus aktiviert. Boah, der mir fast nichts gemacht hätte. So. Und Schlüssel. Aha. Okay, habe ich schon aufgeräumt? War es das? Ne, irgendwo ist noch eins. Wie ich es nicht sehen kann, ne? Hallo? Ich sehe nichts. Ach, da unten! Jetzt! So. Eine Falltür. Zelda-Style, Zelda-Style. Wer kennt das eigentlich, ne? Also, das, solche Sichtweisen aus Zelda, also wenn ihr euch fragt, hey, wieso Zelda-Style? Kapier ich gar nicht. Das ist aus den ganz alten Zeldas auch so gewesen. Genauso konnte man da wo runter. Oh, HP. Oh, 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 sehr gut, sehr gut. Perfektes Item, danke. Ja, konnte man so runter und konnte sich ein Item schnappen.
Zum Beispiel auf dem Zelda Link's Awakening war das der Fall. Und ich meine, sowas. Zelda 1 gab es da auch schon diese Dinger. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber definitiv bei der Gameboy-Variante. So, ja, wunderbar. Jetzt sieht das alles schon wieder ganz anders aus und ich krieg einen neuen Buddy. Ah, ne, krieg ich nicht. Moment, du bist der Buddy, der in die Luft fliegt, nicht wahr? Mal kurz testen. Ja, fliegt da in die Luft. Finde ich jetzt nicht so Bombe. Ja, blödes Wortspiel, ich weiß. Ich nehme lieber das wieder mit. So, jetzt sieht es wieder richtig gut aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort zum Boss. Denn besser ins Plus werden wir mit den Herzen wahrscheinlich nicht kommen. Natürlich werden wir uns noch die anderen Räumlichkeiten angucken, wenn ich den Boss jetzt erstmal erlegt habe. Wenn. Schauen wir mal, was kommt. Ugh, ich wollte dir keinen geben, verdammt. Mistvieh. Na warte, Moment. Das kriegst du zurück. Davon habe ich genug, weißt du? Aber nee, die willst du ja nicht. So. Okay, den müssten wir doch eigentlich schaffen. Irgendwie auch passend, dass der jetzt kommt. Weil wir haben ihn ja auch, ne, böse zugesetzt. Ich mach mal das hier, so. Okay, das Item hat jetzt nicht so viel abgezogen, glaube ich. Egal. Ah, der mit seinem gebogenen Strahl hier immer. Das ist echt mies. Schade. Meine grüne Bombe. Jetzt hat sie getroffen. Hör auf mit dem Mist. Yep. Oh, komm. Yeah. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben sogar noch ein Herz übrig. Sehr schön. Und wir haben HP ab. Yeah. 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 Mit Herz-Smiley. Yeah. Aber darauf erstmal einen Schluck, aber wir können ja schon mal dahin laufen. Scheiße! Und ich hab den Controller nur halb in der Hand. Ah, dieser Crumpy. Nur weil er pissig ist, weil ich seinen blöden Vertrag letztes Mal nicht wollte, oder was? Wird er jetzt auch nichts bringen. Shit, und ich laufe nur voll rein. Nimm das. Okay, das hat jetzt doch was gebracht. Oh, und seht ihr, ich bin geschützt. Okay, das ist, Number of Gold, Xmas Present. Das war gut, oder? Irgendwas sagt mir das, was, bin mir jetzt nicht sicher, was das jetzt war. Wie sieht's mit den Werten aus? Ja, immer noch solide. Mhm. Okay, gut. Ja, da oben ist ein Herz. Na gut, das brauche ich eh nicht. Dann gucken wir uns jetzt noch weiter um. Ich würde nämlich zum Beispiel... Nee, würde ich nicht. Der Shop, der lohnt sich nicht mit 4 Münzen. Aber egal, vielleicht finde ich ja noch was Tolles. Das bringt ja jetzt nichts, immer schnell durchzurushen. Und dann nicht mehr stärker zu werden. So, okay, das ist halt so schlimm. Ich kann fliegen. Ach, ich habe jetzt so dunkle Tränen. Das war das Geschenk. Scheint so. Na gut, habe ich halt dunkle Tränen. Das juckt mich jetzt auch nicht wirklich. Och, Mann, ich hasse diese Viecher. Muss ich auch mal aus meinem Versteck rauskommen, damit es schneller geht. Bam, voll ins Hirn. Voll ins Hirn gerammt. Was willst du? Was war das denn jetzt? Okay. Hauptsache gemacht, ne? Hauptsache geschafft. Weiter geht's. Jetzt haben wir sogar noch Herzen übrig. Sehr schön. Eine einzelne Spinne. Ja, das sollte ich ja wohl hinbekommen. Wunderbar. Oh. Doppelversiegelte Tür. Da nix wie rein. Es ist ein Würfelraum. Okay. Mit der Nummer 3. Wir werden noch nicht reingehen. Erst wenn, obwohl... Was spricht eigentlich dagegen? Okay, komm, wir... Ich weiß nicht. Aber vielleicht werde ich wegteleportiert. Aber gut, was habe ich schon noch zu verlieren? Komm, wir gehen rein. Was ist passiert? Wir sehen ganz anders aus. Die Werte wurden durchgewürfelt. Ich mache immer noch Schaden. Das ist gut. Das ist gut. Ich fliege immer noch. Also, richtig gravierendes ist nichts passiert. Diese Pille. Speeddown. Ach, ich habe so ein Pech mit den Pillen diesmal. Ach, Mann. Okay, im Grunde ist nichts Offensichtliches, das mit mir passiert. Soll mir recht sein. Wahrscheinlich war es einfach nur die Items. Es gibt aber auch einen Würfel, der sämtliche Werte komplett umtauscht. Dann ist man auf einmal ein ganz anderes Vieh. aber das ist anscheinend nicht gang und gäbe, obwohl der Schlüssel lag ja schon immer hier. Also habe ich den übersehen oder kam der eben durch den Würfel? Ich weiß es nicht. Ich kenne das noch nicht alles auswendig. Ich kenne eigentlich gar nichts auswendig bei dem Würfel.
Ja, jetzt können wir auch hier rein. Okay. Aber, ah ne, mein Schaden ist immer noch gut, ja. Das ist gut. So, das kann ich leider nicht mitnehmen. Geht's hier weiter. Ich hoffe echt, dass die nächsten Gebiete ein bisschen heller werden. Ich finde das total anstrengend. Oder ich mache das nächste Mal hier wirklich alles dicht. Gerade die Sachen mit diesen Steinchen, den richtigen oder einen richtigen zu finden, aber nee, da ist eh nichts. Gut, münztechnisch bringt's nichts. Aber wir haben so viele Bomben, wir könnten die Spezialräume suchen. Wenigstens etwas. Könnten es hier zum Beispiel mal probieren. Nee, okay. Dann vielleicht hier. Auch nicht. Dann vielleicht sogar hier. Jawohl. Irgendwann trifft auch mal ein blindes Huhn auf Creed. Okay, ich habe echt nur Pech gerade. Vorhin der blöde Teufel, jetzt Creed. Aber gut, kein Problem. Eigentlich sogar schon fast gut, denn jetzt lohnt sich fast ein Besuch bei dem Shop. Wir könnten noch den zweiten Raum suchen, der immer weit, weit weg ist. Der könnte zum Beispiel hier sein. Oder da. Haha, das ging schnell. Da hatte ich jetzt Glück gehabt. Ah, Spinnen für mich, okay. Nehmen wir mit. Gut, 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 gut. Somit, ja, 12 Münzen, weiter lohnt es nicht. 8 Bomben, alles geholt. Lag nichts mehr rum, meines Wissens nach. Challenge Room machen wir nicht. Deswegen weiter. Ah. Okay, also definitiv haben sich die Gegenstände verändert. Ich weiß ganz genau, dass da oben ein Herz drin war. Jetzt ist da eine Kiste. Die machen wir natürlich auf. Ich hoffe, die blaue Flamme... John. War's das wert? War's das wert, John? Nein. Also das nächste Mal gehe ich erst auf den Würfel, wenn ich wirklich überall war und lasse das ganze Zeug liegen, das ich nicht will, damit sich alles tauscht und so. Ja, das ist mein Plan. So, ich würde mal sagen, wir laufen runter. Okay. Hier habe ich ja kein Problem. Die sind chillig. Oh, oh, oh. Da ist wieder so ein magischer Stein. Hackeless oder was auch immer. Und wieder habe ich vergessen, was er bringt. Ich werde ihn einfach wieder einsetzen, wenn ich beim Boss bin. Und irgendwann werde ich es schon verinnerlichen. Akate, Akate. Ja, sehr gut. Das können wir natürlich gut gebrauchen. Erstmal weiter oder gleich in der Karte oder sparen auf den Job. Wir sparen erstmal. Ich hoffe, es ist keine Fehlentscheidung. Das ist ein äußerst hässlicher Raum mit diesen blöden Viechern. So, noch 2 Herze übrig. Oh oh, 2 Herze, 2 Herze. Trotzdem weiter. Oh, einer geht noch, ne? Und nicht schon wieder so ein... Verdammt. Ich muss schnell zu dem... ein Vieh... Verdammt. Das war jetzt auch nicht gerade perfekt. Ach komm, wenn wir schon mal da sind, dann... Ich schnapp mir mal das Herz hier jetzt einfach. Auch wenn es schade ist. Obwohl, die Karte brauche ich eigentlich nicht. Das ist eine andere, ich weiß. Ich weiß auch gar... Ich weiß allerdings gerade nicht, was die bringt. Vielleicht, zeigt sie die Schätze an. Kann ja gut sein. Aber... die ist mir nicht so wichtig. Wichtig wäre mir das Pillenglas für 15 Münzen. Das wird doch echt ein Grund zu sparen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. So, da kommt das nächste Herz. Sehr gut. Ich brauche sie alle. Okay, 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 okay. Alles cool. Ah, da kommt der eine immer angeflogen. Hab ihn. Ah, er musste mich natürlich noch einmal treffen, dieses Mistvieh. Ich benutze viel zu selten meinen Space-Item. Es ist doch eh immer nach jedem Ding vollgeladen. Ist doch Quatsch, den zu sparen. So. Oh, ah, das war jetzt aber auch nicht gerade lukrativ, was ich da mache.
Oh Gott, 1,5 Herzen, das darf nicht wahr sein. Da ist der Boss. Wir wissen, wer da kommt. Mamas Fuß, das heißt, wir kommen nicht zurück. Was wir jetzt tun sollten, wollen, das sollten wir gleich tun. Diesmal bin ich nicht so erpicht darauf, die Gegend weiter zu erkunden. Aber ich muss. Auf jeden Fall muss ich das hier erstmal zerbomben. Das werde ich definitiv nicht brauchen. Oh, ich habe auf Herze gehofft. Ich werde den noch zerbomben, weil ich den ja sonst auch nie spiele. Auch keine Herze, auch Mensch. So, gamblen für Herze. Oder sparen für das Pillenglas. Sparen ist natürlich Risiko in meiner Situation, aber auf Herzen mit 10 Münzen zu gamblen, das ist auch ein großes Risiko. Versuchen wir den Schatzraum noch irgendwie zu erreichen. Okay. Ja, das ist wieder so ein blöder Raum, wo ich jetzt halt wieder aufpassen muss wegen meiner grünen Bombe. Dass ich da nicht so nah bei denen stehe. Hier zum Beispiel darf ich jetzt nicht schießen. So. Ist hier was für mich? Nee, ne? Okay, dann weiter hoch. Oh no, oh no, oh no. Okay, der hat zum Glück nicht viel. Trotzdem muss ich mich treffen lassen. Leute, nur noch ein halbes Herz. Ich kann nicht mehr hingucken. Nee, das tue ich mir jetzt nicht länger an. Ein halbes Herz. Man kommt mir nicht mit. Nee, du hast ja noch ein Leben. Nee, das tue ich mir jetzt nicht weiter an. Ich muss in den Shop gamblen gehen. Ärgerlicherweise. Ich hoffe, da kommt ein Herz dabei für mich raus. Wahrscheinlich nicht. Ja, so ein Blödsinn. Komm, wenigstens eins. Eins. Jetzt hab dich nicht so. Ist ja nett, dass ich noch ein paar Versuche kriege mit den Münzen, aber langfristig betrachtet ist das auch nix. Das ist diese typische Spielautomaten. Ach, ein halbes. Typische Spielautomaten-Mentalität. Gibt einem vor, dass man ja eh nichts verliert. Aber am Ende hat man alles verloren. Mann. Ja, danke. Immerhin. Und da ist es zerbombt. Okay, 1,5 Herz. Ich darf nicht meckern. Bei 10 Münzen Stadtkapital, wovon ich effektiv 6 verspielt habe. Ist okay. Mit 2 Münzen. Quatsch, mit 2 Herzen schaffe ich es ein bisschen länger. Auf der Suche nach dem Schatzraum. Mal gucken. Okay, ich bin schon mal richtig abgebogen. Jetzt muss ich nur diesen Raum noch schaffen. Oh Gott, das ist aber ein ekliger Raum jetzt. Da muss man ja wieder Augen überall haben. Ich hasse es. Ja, dieses Herz, ich brauche es. So. Jetzt war das blöde rote Feuer weg. Okay. Oh, die Spinnen. Ich habe sie nicht gesehen auf dem blöden Bildschirm. Oh, ich habe aber auch immer mein persönliches Drama, ey. Wenn mal der Run gut ist, dann liegt es irgendwie am Fernseher oder sonst wie was. Aber nein, es liegt natürlich nie an mir. Klingt für euch wahrscheinlich wie eine blöde Ausrede, aber naja, ist halt echt so. Tour of Clubs, okay, das lohnt sich dann noch richtig mal, das zu benutzen. Jetzt gehe ich aber erstmal hier rein. Das ist doch die Kopf-Up-Nummer. Bringt mir doch gar nichts mehr. Cut and Run. Also ich glaube, damit kann ich mir den Kopf abschneiden für einen Raum lang. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder ich kann Damage austeilen, aber ich bleibe jetzt erstmal bei dem Item. Ich will jetzt keine Experimente mehr wagen. Tour of Clubs, das werden wir jetzt einfach mal benutzen. Da haben wir 14. Und ja, ein Herz, Leute. Also es ist echt schade. So viel Potenzial und mal wieder reicht es eventuell nicht ganz. Bei Mamas Fuß werde ich Schaden kassieren. Ich kenne mich. Das, ja, ich könnte jetzt höchstens noch ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Hier könnte zum Beispiel was versteckt sein. Natürlich nicht. Dann wäre da unten noch die Möglichkeit auf beiden Seiten. Da ist es auch.
Sehr gut, dann brauche ich auf der anderen Seite erst gar nicht zu bomben. Und das ist jetzt sehr gut, denn nun werde ich Münzen bekommen. Aber leider nicht genug. Schade, schade, schade. Hätte da jetzt keine besondere dabei sein können. Bomben wir mal die Typen kaputt. Toll, ich wollte eigentlich alle mit einer treffen, aber egal, dann lass ich's. Okay, 10 Münzen. So, bringt mir insofern nichts. Das eine Herz habe ich schon gekauft. Ich hätte so gern das Pillenglas, aber hätte nicht sollen sein. Wir haben uns anders entschieden. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Mit etwas Glück könnten wir jetzt noch... Nee, da kann es nicht sein. Den besonderen Raum suchen. Aber ich befürchte, der wird ganz woanders lungern. Ha? Hier könnten wir es probieren. Ja! Welch Glück. Welch Pech. Nee, das will ich nicht. Okay, ja. Nee, brauche ich nicht zu versuchen. Mamas Fuß mit einem Herz. No way. Wir gehen weiter. Mit der Hoffnung, dass wir noch was Schönes bekommen. Oh ja. Ich heul gleich vor Glück. Und wie... Ach, ich hatte ja doch das Herz noch, aber... Okay, okay. Okay. Poison Touch. Ist eigentlich gut. Wenn es nicht so verdammt knapp gerade wäre. So. Ja, dann weiter. Da kommt ja auch nicht mehr viel. Was ich da irgendwie retten könnte. Okay, immer in Bewegung bleiben. Aber Gott, um Gottes Willen, nicht. Ich hasse es. Diese random Mistviechern, ey. Muss ich überall wieder die Augen offen haben und dann noch auf mein eigenes achten. Okay, es ist fertig. Wir haben es geschafft. Ein halbes Herz. Nein, Leute. Och, Mann. Hat aber auch nichts gebracht, so wirklich. Wo habe ich denn den schwarzen Freund jetzt eigentlich her, sag mal? Das fällt mir jetzt erst auf. Seit wann habe ich denn den? Egal, ich habe ihn halt. Oh, Mann. Okay. Da mache ich jetzt überhaupt kein Risiko. Ich bleibe hier, wo die nicht hinkommen. So. Okay, das hätten wir wunderbar gemeistert. Und das wird auch belohnt. Haha! Leute, ich krieg mein Pillenglas. Und ein halbes Herz auch noch oben drauf. Sehr gut. Okay, gut, den einen Raum, den mache ich jetzt noch. Ich hoffe, mit Erfolg. Oh Gott. Ja, das sieht gut aus. Nur noch die Kleinen. Das ist nicht so schlimm. Jawoll! Fein! Okay. Somit gibt es für uns doch noch eine Pille. Und wenn das jetzt eine Pille ist, wo ich ein Herz verliere, Leute. Also... Ich vertraue auch mal wieder meinem Glück. Ich habe die ganze Zeit Pillenpech gehabt. Jetzt muss das ja auch mal wieder besiegelt sein. Das kann nicht sein, dass da jetzt was Böses dabei rauskommt. Bitte, bitte, bitte. Gib mir jetzt hier was Gescheites. Ah. So, mal gucken. Wir schlucken unsere Pille. Health down. Zum Glück hatte ich dich... Also sowas Mieses, ey. Zum Glück aber... Hatte ich die ja schon mal benutzt. Und somit sehe ich ja, was es ist. Und jetzt haben wir da hinten ja noch eine Batterie. Das heißt, wir können gleich noch eine Pille nehmen. Vielleicht ist es ja diesmal eine gute. Sowas wie Full Health wäre mal nett. Explosiv. Alter. Warum? Was habt ihr denn gegen mich? Okay, Leute. Hilft alles nichts. Wir müssen... Mama versuchen, mit einem Herz zu killen. Ich habe alles probiert, aber wie ihr seht, das Spiel will mir nichts schenken. Los geht's. Hi, Jack. Lazarus, streng dich an. Tu es, als ob es dein letztes Leben wäre. Ach ja, da gehen ja alle Steine kaputt. Die Batterie ist fast leer. Ja, super, das wollte ich jetzt hören. Okay, aber dass die alle kaputt sind, ist eigentlich eine gute Sache. Da kann man sich besser fortbewegen. Oh Gott, ich hasse diese grüne Bombe. Nie wieder, nie wieder. Ich schwör's, so wahr ich hier sitze. Nie wieder
werde ich diese grüne Bombe auch nur ansatzweise in mein Sortiment hinzunehmen. Und da pappst du mich tot, die blöde Dings. Yo! Mann, was soll ich sagen? Mamas Fuß gestorben nach einer knappen Stunde Spielzeit. Uneffizienter geht's nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch unterhalten. Also, wir haben aber viel draus gelernt aus diesem Part. Zum einen, nie wieder das grüne Teil mitnehmen, auch wenn es toll ist. Insgesamt ist es halt doch blöd. Und ja, Kopfab ist immer eine tolle Sache. Und ja, mal schauen, was wir nächste Woche dann hier treiben werden. Bei Let's Play The Binding of Isaac Rebirth.